Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir bzw. uns. Ich schiebe euch noch was in die Mitte. Ich habe jetzt unser Adventskalender-Fazit für euch tatsächlich. Besser spät als nie. Wir hatten dieses Jahr ja einige Adventskalender. Und ich habe mir wieder eine Liste erstellt. Wo ist sie? Hier. Wie viele Produkte in dem jeweiligen Kalender waren, die ich gut fand, wie viele so okay waren und welche ich überhaupt nicht gut fand. Es wird also ein reines Labervideo. Ich fange an mit dem DM Katzen-Adventskalender. Der kostet tatsächlich mittlerweile 16 Euro. Für uns waren 23 Produkte gut. Da waren diese zwei Stinkekissen drin, Nassfutter war drin und so kleine Leckerli-Tütchen. Das Einzige, was für uns schlecht war, ist immer diese am 24. diese Multivitaminpaste. Das fressen unsere Katzen einfach nicht. Das heißt, wir bräuchten das nicht. Aber egal, würden wir trotzdem jedes Jahr wieder kaufen, weil das mit einer der besten Adventskalender überhaupt ist für uns. Dann hatten wir dieses Jahr auch von Multifit einen Adventskalender für 5 Euro. Da waren 24 gute Produkte drin, das waren halt immer so ganz kleine Leckerli-Tütchen. Würden wir aber tatsächlich nicht nachkaufen, weil Multifit jetzt nicht so unsere Marke ist. Markus hatte dieses Jahr wieder einen Bier-Adventskalender, 24 Mal mit gut bewertet. Er mag das einfach, verschiedene Biere auszuprobieren. Ich habe ihm ja auch einen Adventskalender gemacht, wo auch mit Bier war. Also jedes zweite Türchen hatte Bier mit drin. Fand er gut, würde er auch immer wieder nachkaufen, kostet aber tatsächlich 40 Euro. Da ist natürlich Pfand bei, aber trotzdem. Dann hatte ich wieder den Balea Adventskalender. Der kostet 15 Euro, 24 gute Türchen. Ich habe mir aber aufgeschrieben, ich würde den mir nur noch im Sale holen, weil ich ja budgetiere und ich habe ein Drogeriebudget von 10 Euro. Und es ist mir einfach zu teuer. Also da bin ich einfach raus. The Body Shop Adventskalender, den hat Markus mir ja dieses Jahr geschenkt. Kostet 130 Euro, 24 gute Produkte drin. Das sind überwiegend Originalgrößen. Es ist jetzt nicht so, dass ihr bei dem Bodyshop Adventskalender, bei dem großen, 130 Euro bezahlt und habt dann einen Wert von 500 Euro. Ihr habt dann vielleicht einen Wert von 140. Aber ob ich mir die Produkte so kaufe oder ob ich sie im Adventskalender habe, ist mir dann egal. Ich habe mich sehr gefreut darüber. Ich würde den immer wieder kaufen. Das war jetzt schon das zweite oder dritte Jahr, dass ich den hatte. Und ich finde die The Body Shop Artikel einfach richtig gut. Würde ich mir immer wieder nachkaufen. Dann habe ich Markus einen Rubbellos Adventskalender gemacht. Da habe ich um die 25 Euro für bezahlt. Ist immer ein bisschen schwierig zu bewerten. Es ist ja immer so ein Glücksspiel. Also ich fand ihn gut. Klar, Markus hat nicht jeden Tag irgendwas gewonnen da. Ist ja normal, aber ich glaube, er würde jedes Jahr wieder einen haben wollen. Ganz klassisch hatten wir natürlich auch einen Schokoladen-Adventskalender. Das gehört für uns einfach dazu. Das ist einfach so Tradition. Deswegen würden wir den wieder kaufen. Dann hatten wir auch in diesem Jahr wieder den von Aldi. Das ist ja so, ihr bezahlt 13 Euro und habt mindestens 10 Euro Einkaufsgutscheine drin. Ich glaube, am 1. immer einen für 5 Euro und ich glaube, am 6. an Nikolaus einen, wo ihr freirubbeln musst, wo ihr bis zu 500 Euro tatsächlich haben könnt. Wir hatten leider Pech und wir hatten nur in Anführungsstrichen 5 Euro. Aber ich muss dazu sagen, diese 10 Euro könnt ihr in den Einkauf investieren und ihr habt quasi für diesen Adventskalender 3 Euro bezahlt. Finde ich super. Würden wir auch wieder nachkaufen. Dann hatte ich wieder den Cadiavera Ampullen Adventskalender für 15 Euro. Den finde ich gut. Ich hatte auch schon den von Barbour für 75 Euro. Finde ich auch sehr gut. Ich mag einfach Ampullen. Würde ich mir auch wieder nachkaufen. Dann hatte ich dieses Jahr tatsächlich noch einen Socken Adventskalender mit Harry Potter Socken. Den fand ich okay, weil ihr hattet pro Türchen eine einzelne Socke, also kein Paar. Und es waren halt 6 Paar Sneaker-Socken, das, was ich halt nur trage, und 6 Paar normale Socken, die ich ungern trage. Deswegen würde ich den eher nicht mehr nachkaufen. Dann hat meine beste Freundin mir einen Adventskalender gemacht. Wir wechseln uns ja ab. Dieses Jahr bin ich wieder dran. Und ich glaube, den kann man einfach nicht gut, schlecht oder okay bewerten. Das ist einfach mit so viel Liebe geschenkt worden. So tolle Türchen. Es war alles dabei. Beauty-Artikel. Sachen, die ich noch nicht kannte, Lifestyle-Sachen, aber auch Bilder, ganz toll gemacht. Ich lieb's. Ich freue mich da immer jedes zweite Jahr drauf und ich hoffe, Ira wird dieses Jahr auch richtig gut und sie freut sich darüber.
Dann hatte unsere Maus ja den Pixie-Adventskalender für 20 Euro. Den fanden wir auch sehr gut. Es war halt einfach so, dass wir jeden Abend mit ihr ein Türchen geöffnet haben und ihr das dann vorgelesen haben. Weil wir ja jeden Abend eine Geschichte lesen, fand sie also ganz cool. Und was anderes kam dieses Jahr noch nicht in Frage, weil sie ja erst 6 Monate ist, ne? Und als allerletztes hatte ich den Alverde-Adventskalender. Den habe ich mir im Sale geholt für 10 Euro und den würde ich mir nicht nachkaufen. Der ist vom Inhalt her fast gleichgestellt mit dem von Balea und da mag ich einfach Balea als Marke lieber. Deswegen würde ich den nicht nachkaufen. Das war es tatsächlich schon. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, welcher Adventskalender euch dieses Jahr begeistert hat. Dann schaue ich mir den vielleicht nächstes Jahr mal an und bis dahin sage ich, macht's gut, meine Lieben, und bleibt mir gesund.